Im heutigen Film dreht sich alles um Moorlandschaften und im Künstlerdorf Worpswede. Hier vermischen sich Natur und Kultur. Nur wenige Landstriche sind so mystisch behaftet wie das Teufelsmoor. Mit dem Teufel hat das aber nichts zu tun. Der Begriff kommt aus dem Niederdeutschen, Duven, was so viel heißt wie taub oder unfruchtbar. Vom nördlichen Bremen bis ins nordöstliche Bremerförde reichen die 500 Quadratkilometer großen Moorlandschaften. Wir befinden uns jetzt im nördlichen Ausläufer des sagenumwobenen Teufelsmoors. Moore entwickelten sich nach der Eiszeit, wie hier das Elmer Hochmoor bei Bremerförde. Hier wurde zwischen 1830 und 1969 im Handstich noch Torf abgebaut. Torf besteht aus verrotteten Pflanzen und organischen Stoffen. Der fehlende Sauerstoff, wasserdurchdrängte, nährstoffarme Böden verhindert die Zersetzungsprozesse. Die ideale Voraussetzung zur Bildung von Torf. Jedes Jahr kommt 1 mm dazu. Das Anwachsen einer 10 Meter tiefen Torfschicht dauert 10.000 Jahre. Als Moore zur Torfgewinnung trockengelegt wurden, zogen sich Pflanzen und Tiere zurück. Heute ist man sich bewusst, wie nützlich eine intakte Moorlandschaft für das Ökosystem ist. Es gilt, Moore zu schützen und wieder zu renaturieren. Denn Moore speichern Wasser und nehmen jede Menge Kohlenstoff auf. Sie filtern Schadstoffe aus der Luft und haben einen kühlenden Effekt. Schon Alexander von Humboldt verglich sie mit riesigen Schwämmen, die schnell große Wassermengen aufnehmen und ganz allmählich wieder abgeben können. Eins begann die Renaturierung durch Wiedervernässung. Nach und nach entstanden wieder Moorseen, Feuchtwiesen, Moose und Torfmoorrasen. Tiere und Pflanzen siedelten sich wieder an. Dennoch gibt es noch den industriellen Torfabbau, wie hier bei Gnarrenburg. Allerdings wird der Torf nicht mehr zum Heizen, sondern für den Gartenbau verwendet. Das Teufelsmoor sollte Mitte des 18. Jahrhunderts auf Geheiß des Kurfürsten von Hannover urbar gemacht werden. Jürgen Christian Findorf wurde als Moorkommissar mit der Aufgabe betraut. Der Name Findorf steht fest mit dem Teufelsmoor in Verbindung. Plätze und Gebäude tragen den Namen des ersten Moorkolonisten. Die ersten Siedler waren Knechte und Mägde, die sich Freiheit und etwas Grundbesitz erhofften. Aber das Leben in der feuchtdunklen Wirklichkeit war von schwerer Armut und Entbehrungen geprägt. Ackerbau und Viehzucht war so gut wie unmöglich. So mancher Siedler blieb auf der Strecke und wurde vom Moor verschluckt. Die Horrorgeschichten über konservierte Moorleichen erzählt man sich heute noch. Damals ging es um die Urbarmachung des Moores. So wurden Entwässerungsgräben gezogen und durstige Birken gepflanzt. Über die Kanäle wurden die Torfballen mit Torfkähnen bis nach Bremen transportiert und als Heizmaterial verkauft. Heute werden Nachbauten mit Touristen beladen. Die Straße führt uns direkt in das Künstlerdorf Worpswede. Auch wenn das Leben im 19. Jahrhundert am Teufelsmoor nicht gerade als malerisch bezeichnet werden kann, so sah es eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern anders. Sie empfanden die Landschaft mit ihrer mystischen Lichtstimmung als durchaus inspirierend und malerisch.
Und so ließ sich die Künstlergruppe in Worpswede nieder und gründete 1889 die Künstlerkolonie Worpswede. Zur ersten Künstlergeneration gehörten Hans am Ende, Fritz Mackensen und Paula Modersohn Becker, Otto Modersohn und natürlich Heinrich Vogeler. Und viele Generationen weiter gibt es immer noch Künstlerinnen und Künstler in Worpswede. Maler, Bildhauer, Fotografen, Schriftsteller. Die kreative Schaffenskraft durchdringt den ganzen Ort. Hier ist der Geist der ersten Künstlerpioniere noch spürbar. Museen informieren über die Geschichte und Gegenwart der Künstlerkolonie. Viele Ateliers haben ihre Tore weit geöffnet. Interessierte, vor allem Kunden, sind herzlich willkommen. Es sind die alten Bauernhäuser und die Architektur vieler Gebäude, welche den ländlichen Charme Worpswedes widerspiegeln. Im Grunde ist das ganze Dorf auf Schritt und Tritt ein Freilichtmuseum. Der wunderschöne Bahnhof, heute ein Restaurant, wurde von Heinrich Vogeler entworfen. Er war ja schließlich auch Architekt. Regelmäßiger Personenverkehr findet hier nicht mehr statt. Aber an Wochenenden in den Sommermonaten macht der historische Moorexpress auch in Worpswede Halt. Der Schienenbus pendelt zwischen den Hansestädten Bremen und Stade entlang der weitläufigen Moorlandschaft des Teufelsmoor. So, mein kleiner Kulturfilm über Worpswede und das Moor ist nun zu Ende. Das Moor hat seine Schuldigkeit getan. Ich grüße die Zuschauer, die es bis zum Schluss ausgehalten haben. Bei euch möchte ich mich besonders für das Interesse bedanken. Bis zum nächsten Mal, mir wird sicher wieder was Tolles einfallen.